Herzlich willkommen bei Wirtschaft verstehen einfach und klar erklärt. Ich habe hier nochmal meinen Immobilienfinanzierungsexperten-Freund, den Alexander Luhn, bei mir. Hallo, grüß dich. Hi Steffen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne, ne? Ich bin natürlich immer froh über Content und über interessante Interviewpartner. Da muss ich auch selber nicht so viel reden. Das ist auch mal nicht schlecht, ne? Ja, stimmt, das hat was für sich. Ja. Also schön, dass du meine Ausführungen immer als interessant bewertest. Ja, und das Gute ist ja, die meisten, ja egal, nicht die meisten, aber man lernt ja immer am meisten auch noch, wenn man selber auch mal zuhört. Ne? Die Leute, die immer nur selber reden, die lernen ja auch dann in der Regel nicht so viel noch dazu. Das finde ich mir auch mal spannend an Interviews. Aber okay. Ja, freut mich, wenn ich deinen Tag bereichern kann. Ja, vielleicht können wir ja auch den Tag jetzt meiner Zuschauer und deiner Zuschauer jetzt hier bereichern. Geben wir uns mal Mühe. Ne? Und zwar geht es ja darum, letzten Endes um Eigenkapitalbeschaffung. Das ist ja immer so die große, ja, der große Hasenfuß von vielen, dass sie sagen, okay, ich würde gern investieren, vielleicht auch gerne natürlich in Immobilien, die ich dann vermieten möchte. Aber ich brauche ja auch immer ein gewisses Eigenkapital, zumindest mal für die Nebenkosten und auch als Sicherheitspuffer vielleicht noch oder für Renovierungen, was auch immer, oder um auch zu wachsen, um mehrere Immobilien zu kaufen. Und aus deiner Sicht, was gibt es denn da für Wege, um sich Eigenkapital zu beschaffen? Also aus meiner Sicht einfach nur ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen und mal zuhören, was die Leute erzählen. Also es gibt ja so Unmengen von Menschen, die sehr, sehr hohe Liquidität haben. Ich habe die Zahl vergessen, wie viele Milliarden einfach quasi unverzinst auf deutschen Sparbüchern und Tagesgeldkonten liegen, und da jammern die Menschen immer rum. Keine Zinsen auf der Bank, so die Bild-Zeitung schreibt irgendwie alle zwei Wochen, wie die Altersvorsorge und die Lebensversicherung, wie das alles in Bach runtergeht. Die Politiker, die genau das verantwortet haben, kritisieren diese Entwicklung immer lautstark. Also es gibt Unmengen von Menschen, die einfach die Geld haben, aber mit dem Ertrag unzufrieden sind. Ich habe es, glaube ich, relativ einfach an der Stelle, weil, also ich bin ja gelernter Banker und habe mit dem Thema Geldanlage schon immer viel zu tun. Und deswegen haben mich schon immer irgendwie Freunde oder bin ja jetzt auch, oder als ich jetzt noch jünger war als jetzt, so die Eltern von Freunden immer gefragt, naja, wie kann man sein Geld anlegen und so weiter. Und halt so waren dann so Leute, die ich schon seit 10 Jahren kennen und die meine Fachexpertise schätzen. Den habe ich dann irgendwann mal angefangen zu sagen, naja, wenn du mit deinem Geld nicht weißt, wohin, dann gib's halt mir. Und da ist halt tatsächlich irgendwie so, dass man da sehr auf offene Ohren stößt, wenn man jetzt ein bisschen erklären kann mit Immobilien, wie läuft das und so weiter, war es für mich relativ einfach, dann, sag ich mal, von dem Vater von einem Freund die erste Anzahlung für eine Immobilie zu bekommen. Irgendwie für, ich weiß gar nicht, auch echt moderat, so für 5% Zinsen, was für Nachrangdarlehen ja echt nicht viel ist. Also es gibt da schon Leute, die echt die Bereitschaft haben. Da habe ich jetzt natürlich immer viel in Gesprächen mit Kunden, also mit Finanzierungskunden festgestellt. Ich habe denen immer jahrelang erzählt, ja, frag doch einfach irgendwem und der gibt dir dann das Geld schon. Irgendwann hatte ich dann die Beobachtung, das ist scheinbar nicht bei jedem so einfach. Gerade jüngere Leute kennen dann nur andere jüngere Leute, die haben es noch nicht so. Immobilieninvestoren kennen andere Investoren, die sind eh immer knapp an Eigenkapital. Also meine Beobachtung war dann irgendwie, ganz so einfach ist es doch nicht. Dann hatte ich mich mal auch angefangen, halt mit größeren Investoren, die das schon öfters gemacht haben. Hab da mit dem, der Alex Fischer hat mir da echt viel zu erzählt. Und der Trick ist, du musst dir überlegen, wer ist Zielgruppenbesitzer? Also wer weiß, wo gibt es Leute, die Geld haben? Und vor allem, dieser Mensch muss natürlich vertrauenswürdig sein. Und da habe ich 4 da sagt man 3,5 Hauptzielgruppenbesitzer rausdestilliert, die jetzt so wissen und auch organisieren können, wo gibt es Eigenkapital. Das erste Ding sind mal auf Immobilienmakler, mit denen hat ja sowieso jeder zu tun irgendwie, der Immobilien kaufen will. Immobilienmakler wissen, wer hat gerade eine Immobilie verkauft und hat folglich Geld.
Und wenn der Immobilienmakler nicht ganz blöd ist, dann hat er ja irgendwann im Laufe des Akquise- und Beratungsprozesses vielleicht die Leute mal gefragt, was sie dann mit dem Verkaufserlös machen. Viele haben eine konkrete Verwendung, aber auch nicht alle. Was für den Immobilienmakler viel schlimmer ist, dem kann man ja richtig einen Leidensdruck nehmen. Der akquiriert jetzt irgendeinen potenziellen Verkäufer, der eigentlich sein Objekt verkaufen würde, weil er keinen Bock mehr auf die Bewirtschaftung hat und die Mieter. Und du weißt ja, was dann Leute was immer erzählen und was sie für Schmerzen haben oder kennst es auch selber. Und der hat dann vielleicht einen potenziellen Verkäufer, der aber dann doch nicht verkauft, weil er nicht weiß, wo er mit dem Geld hin tun soll. Und wenn man das ein bisschen managen kann, der vergibt dann dieses Geld an andere Immobilieninvestoren, von mir aus mit grundbuchlicher Absicherung. Der ist dann der Verkäufer der Immobilie, ist die Immobilie los, auf die er keinen Bock hat, hat trotzdem noch einen Ertrag auf sein Geld, ist weiter durch eine Immobilie besichert. Steuerlich sind Zinseinnahmen noch besser als Mieteinnahmen. Der Makler bekommt seine Provision und du hast Eigenkapital. Mhm. Also Immobilienmakler, riesige Zielgruppe. Kurze Nachfrage. Jetzt nehmen wir mal den Fall. Ne? Wir haben jetzt über diesen Weg jemanden gefunden. Wir kennen den ja aber nicht schon lange persönlich oder so. Ne? Wie würde das konkret aussehen? Da müsste man dem ja quasi anbieten und sagen, okay, wir gehen zum Notar, wir machen da einen Darlehensvertrag und gleichzeitig bekommst du als Sicherheit noch einen Eintrag in das Grundbuch meiner Immobilie. Aber du hast ja gesagt, dieser Eintrag ist nicht ganz so viel wert, weil der vielleicht im zweiten Rang steht. Ich weiß nicht, ob jedem das klar ist. Erklär doch nochmal ganz konkret, wie würde das aussehen? Muss ich dann mit dem zum Notar gehen, einen Vertrag machen und so weiter? Also zwei Dinge voneinander zu trennen, das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz klar erklärt. Das eine ist jetzt, wenn ich über den Makler oder auch direkt mit dem Verkäufer eine Immobilie kaufe und lass mir von dem Verkäufer beispielsweise für die Kaufnebenkosten noch ein sogenanntes Verkäuferdarlehen geben. Das geht. Das muss nicht zwangsläufig beim Notar beurkundet werden. Also der Immobilienkauf an sich schon. Immobilientransaktionen bedürfen einer notariellen Beurkundung für das Darlehen, was mir der Verkäufer gibt. Dafür reicht an sich ein privatschriftlicher Vertrag. Würde ich auf jeden Fall auch schriftlich machen und auch egal, wie gut ich wen kenne oder nicht kenne, auf jeden Fall immer in Schriftform, hat zweierlei Aspekte. Wenn ich den Vertrag richtig ordentlich gemacht habe mit Zinstilgung und wie das laufen soll, dann habe ich da natürlich gleich eine Grundlage, wie ich die Zinsen auch beim Finanzamt geltend machen kann. Mhm. Und ich muss es, manche Leute vergessen das in der Praxis, aber die Bank guckt ja immer, dass die Gesamtfinanzierung, also Kaufpreis plus aller Nebenkosten, dass das sichergestellt ist. Und wenn ich jetzt die Kaufnebenkosten nicht aus Eigenkapital bezahle, sondern durch ein weiteres Darlehen, durch weitere Fremdmittel, sei es vom Verkäufer oder vom sonst wen, dann muss ich das der Bank gegenüber natürlich als Fremdmittel darstellen. Mhm. Wenn ich das nicht tue, sondern Fremdmittel als Eigenkapital darstelle, ganz unten im Finanzierungsantrag steht immer, ich bestätige die Vollständigkeit und Wahrheitsgemäßheit meiner Aussagen. Wenn ich das halt nicht tue, ist das Problem ein bisschen. Aber grundsätzlich, diese Kreditverträge können privatschriftlich laufen. Wenn jetzt der Verkäufer darauf besteht, er will dieses Darlehen noch über eine grundbuchliche Sicherheit, also über eine Grundschuld, die zwar auch erst im zweiten Rang nach der Bank ist, wenn ich das machen will, also die Grundschuld muss natürlich eingetragen werden, also beim Notar, der muss das veranlassen. Ja, ja. Und die andere Variante, das war das, was ich eigentlich erklären oder worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es ist ja so, dass dieser Immobilienverkauf, was weiß ich, jemand verkauft einfach sein Einfamilienhaus an irgendwen anders, was jetzt vielleicht, und ich bin nicht der das Objekt gekauft hat, dann hat ja trotzdem der Verkäufer Geld und der Makler weiß auch, dass dieser Verkäufer Geld hat. Und da kann ich ja mit dem trotzdem als Kreditnehmer zusammenkommen. Ja,
Okay. Und das ja. dafür reicht. Also ich bin, ja. ich bin kein Fachanwalt, aber so wie ich es mache und so wie es auch mit Kunden gehandhabt wird oder auch andere Investoren, die ich kenne, da reicht einfach ein privatschriftlicher Vertrag, wo wirklich drin steht halt, ja. wer sind die Vertragspartner, Zins, Tilgung und so weiter. Ich mache immer noch von mir eine Ausweiskopie mit dazu. Also das kann man machen. Wichtig, wie gesagt, das will ich nochmal rausstellen, nicht, dass dann irgendwelche Leute, die schreiben dann komische Kommentare unter unser Video, davon will ich dich verschonen. Wenn der Verkäufer die Nebenkosten einfach übernimmt, nicht als Darlehen, das ist eine Nebenabrede, die muss in den Kaufvertrag rein. Also da darf man nicht irgendwelche Gestaltungen machen, die komisch sind. Und wenn mir jetzt der Verkäufer das Geld einfach so, das ist ja auch eine beliebte Variante, so einfach Kaufpreis erhöhen, die Banken ein bisschen linken, dass die alles mitfinanzieren und das Geld geht dann irgendwie in einem Umschlag so unterm Tisch an mich zurück. Das ist Kickback und das ist verboten. Also das sollte man nicht tun. Aber wenn es da einfach einen Darlehensvertrag gibt, so, das ist legitim. Okay, also das war jetzt Makler im Prinzip Kontakt, eine Möglichkeit. Ne? Du hast gesagt, es gibt ja. noch weitere. Ja, gehen wir darauf noch ein. Ja, zweites Thema sind jetzt Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler. Die haben häufig das Problem, das geht jetzt nicht bei jemandem, der gerade angefangen hat als Makler, aber bei jemandem, der jetzt 50 oder 60 ist und macht den Job seit 20 oder 30 Jahren, bei dem passiert ja Folgendes. Da laufen jetzt irgendwelche Lebensversicherungen ab, die werden an die Kunden ausgezahlt, mit die komplette Ablaufleistung. Die Verträge hatten noch einen Garantiezins von 4% beispielsweise, was heute völlig undenkbar ist. Und da haben ja auch nicht alle immer genau in diesem Moment für das komplette Geld Verwendung. Ich meine, viele entschulden dann das Haus, machen eine Weltreise und so weiter. Aber meistens bleibt ja was übrig. Und dann, wenn dieses Geld bei der Bank landet, da gibt's gar nichts. Der Vermittler will auch nicht, dass das Geld bei der Bank landet. Er hat aber auch das Problem, dass er im Moment nicht so richtig eine Geldanlage für seine Kunden hat. Und Wertpapiere sind nicht jedermanns Sache. Also hat der Versicherungsvermittler Kunden, die dann viel Geld bekommen und noch keine richtige Verwendung dafür haben und er hat auch keine Anlage. Ein Vermittler, der ein bisschen clever ist, wenn der jetzt beispielsweise Versicherungen macht und auch Finanzierungen macht, dann weiß der ja, wo Geld liegt und kann da seine Kunden, vorausgesetzt seine Kunden vertrauen ihm alle, und aber das sollte ja nach 30 Jahren der Fall sein, sonst überlebst du so lange in der Branche nicht. Dann weiß der durchaus auch, wer hat Geld und wo kann da was auf dem privaten Wege hin und her organisiert werden. Da müsste der allerdings natürlich seine Kunden ansprechen und sagen, hier, ich kenne da jemanden, der ist jetzt zum Beispiel Immobilieninvestor, wenn du Interesse hast, wende dich an den. Der kann aber nicht natürlich die Daten direkt an dich weitergeben, dass du die dann alle anrufen darfst oder so. Das wäre natürlich dann. Nein, der wird dir kein Mensch einfach eine Blankoliste geben. Ja. Das würde auch nicht funktionieren, weil wenn dich jetzt angenommen, dich ruft einfach irgendwer an, den du noch nie gehört hast und macht dir dann deutlich, du sollst mal 30.000 Euro geben, da ist irgendwie immer der Aspekt, dass Geschäfte einfach zwischen Menschen gemacht werden müssen. Also was wichtig zu verstehen ist, wenn ich das ein- oder zweimal mache mit einem Vermittler oder vielleicht mit einem Banker auf einem kurzen Dienstweg, da muss schon eine Vertrauensbasis da sein. Das ist auch okay. Wenn ich das regelmäßig strukturiert mache mit einer Gewinnerzielungsabsicht, die ich dann habe, dann ist das eine gewerbliche Tätigkeit. Und das Thema zu gewerblichen Zwecken Gelder einzusammeln, ist klassischerweise eine Bankdienstleistung. Das heißt, wenn ich das dann häufiger mache, dann komme ich irgendwann in andere rechtliche Anforderungen. Deswegen ist jetzt so, das ist nur aus der Praxis geplaudert, das ist keine Rechtsberatung. Aber wenn ich anfange, dass ich mehr als 3 Co-Investoren drin habe in meinen ganzen Sachen, sei das aus meinem persönlichen Umfeld, sei das halt über die genannten Zielgruppenbesitzer, spätestens dann würde ich dringend einen Fachanwalt für Vertragsrecht und für Kapitalmarktrecht konsultieren und das mit dem in ein vernünftiges rechtliches Konstrukt gießen. Vorher, ich mache das auch alles einigermaßen schlank, aber wenn es dann halt wirklich ein gewisses Volumen, dann immer auch rechtlich sauber bleiben. Ja, guter Hinweis, ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig noch, ne? Genau, ja.
Ja. Ja. Also so ist, weißt du, das eine, dass jemand hier wer ein Eigenheim kauft und der kriegt von seiner Tante mal 30.000 Euro dazu, das wird ja jeden Tag gemacht, aber wenn es größer wird, immer rechtlich sauber bleiben. Mhm. Und im Prinzip dieses System, was mit Versicherungsleuten oder mit Immobilienmaklern funktioniert, funktioniert genauso mit Steuerberatern. Steuerberater wissen auch, welche ihrer Mandanten haben hohe Liquidität und sind mit der Anlage unzufrieden. Auch ein Banker, und der hat noch einen höheren Leidensdruck, ein Banker weiß ja auch, welche Kunden, die er vielleicht über Jahre und Jahrzehnte gepflegt hat, hat hohe Sparguthaben, und die Kunden, mit denen er seit 20 Jahren dicke ist, den muss er jetzt erklären, sie sollen Negativzinsen bezahlen und damit sich seinen Kundenbestand verbrillen, und schlimmstenfalls, wenn in 5 Jahren die Zinsen wieder anders sind, mögen ihn seine Kunden trotzdem nicht mehr. Mhm. Ein Banker, der in so einer Situation ist und der ein bisschen geschäfts- und serviceorientiert ist, der wird dann auch unter Berücksichtigung aller Datenschutz- und Compliance-Richtlinien, der wird natürlich auch einen Weg finden, wie er dann, wenn er Finanzierungskunden hat und hat Anlagekunden, der wird dann einen Weg finden, wie er es hinkriegt. Also wie gesagt, immer rechtlich sauber bleiben, immer auf Vertrauensbasis alles. Aber wer jetzt knapp ist an Eigenkapital, der sollte sich gut stellen mit Immobilienmaklern, mit Steuerberatern, mit Finanzierungsvermittlern und Versicherungsvermittlern und eben auch mit Bankern. Das sind halt die Leute, die wissen, wo steht Geld zur Verfügung. Wichtigstes auch wieder, hatten wir im vergangenen Video schon gesagt, schreibt Alex Fischer auch in seinem Buch, Kredere kommt von Kredit, Glauben und Vertrauen. Wenn ich vertrauenswürdig bin, werden Menschen bereit sein, mir Geld zu geben. Wenn ich halt irgendwie immer nur die Leute übers Ohr haue und halte mich nicht an meine Vereinbarung, dann werde ich da halt Schwierigkeiten haben. Ja, also das sind, glaube ich, auch mal gute Tipps. Natürlich auch, sage ich immer mal, natürlich auch meinem Verwandtschaftskreis auch rumgucken. Es gibt vielleicht auch mal einen Onkel, eine Tante, ne? Oma, Opa, wen auch immer, ne? Oder über Dreiecke. Absolut. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten. Absolut. Oder halt ja, auch mal solche Wege gehen. Da sind natürlich dann aber auch wieder, ich sage mal, Immobilien ist auch für People's Business. Ne? Da sind aber auch die Kontakte auch wieder wichtig, weil wenn du jetzt zu einem Banker gehst, der dich ja selber gar nicht kennt, ne? dann wird der dir auch da nicht irgendwie weiterhelfen oder so. Ne? Nein, deswegen, also du musst da schon auch wieder Thema 7-Kontakte-Regel. Ja. Wenn du jetzt mit einem Banker schon 3 Finanzierungen gemacht hast und dann ist das Eigenkapital knapp und der findet dich und deine Objekte aber eigentlich gut, dann wird er sich schon bemüht sein, dir irgendwie zu helfen und da eine entsprechende Lösung zu finden. Also Vertrauenswürdigkeit, belastbare Beziehungen sind immer die Grundvoraussetzungen. Wie gesagt, jetzt im Freundes- und Familienkreis hat man ja immer diesen Vertrauensvorschuss, deswegen ist es da leichter, was zu bekommen oftmals. Auch da aber mein Hinweis, wirklich immer Verträge machen, wie unter fremden Dritten üblich, dass auch wenn es die Oma oder die Tante oder sonst wer ist, die sollen einen marktgerechten Zins bekommen, die sollen auch eine Sicherheit bekommen, die sie im Zweifel verwerten können. Das kann im Grundbuch sein, das könnte theoretisch auch eine stille Gehaltsabtretung sein oder was nicht alles. Aber das Problem ist, wir haben zwar grundsätzlich den Plan, dass unsere Investments funktionieren. Wenn sie halt nicht funktionieren, dann ist das Geschrei immer groß. Deswegen meine Empfehlung, alles immer vertraglich sauber regeln, so wie ich es auch mit einem fremden Dritten machen würde. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, ne? Denke ich auch, wie gesagt, also ich habe mein zweites Buch ja auch mal hinter mir, das Immobilieninvestoren-Netzwerk genannt, ne, weil ich ja mal sage, generell, was wir jetzt auch schon x-mal angesprochen haben, man muss sich vernetzen, man muss erstmal Kontakte haben, und wenn man die hat, ne, dann muss man natürlich auch die zu solchen Kontakten pflegen, die, wo man gut harmonisiert, ne, wo es einfach ein Vertrauensverhältnis da ist, und da muss man selber eben aber auch zuverlässig sein. Ne. Ich kann ja jetzt nicht von anderen immer alles erwarten, aber ich gebe selber nichts, das funktioniert ja nicht. Und gerade im Freundesbekanntenkreis ist auch immer so die Sache, ne? Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt man ja oft. Man will natürlich auch nicht es sich da versauen. Und das ist also langfristig, Immobilien ist ja auch eine langfristige Sache. Ne? Und das ist immer, absolut. Da zahlt sich einfach auch Zuverlässigkeit aus. Und ich sage immer, wichtig ist Win-Win-Situationen schaffen. Ne? Dass beide Seiten zufrieden sind, dann ist es ja auch für alles
letzten Endes ein gutes Gefühl, ne? Weil ich sage mal, wir machen Immobilien ja auch, damit wir uns einfach ja, besser fühlen und vielleicht ein schöneres, entspannteres Leben haben können, ne? Und nicht, damit wir dann nachher ja nur noch mehr Stress haben und uns mit allen dann streiten müssen, ne? Dann hast du von diesem Investment auch nichts, ne? Also ist auch meine eigene Beobachtung, wenn du irgendwelche Sachen machst, die nicht so ganz okay sind, es kommt immer zurück, es beißt immer und es fühlt sich halt, führt dazu, dass du irgendwie gestresst bist und dass du dann schlecht schläfst und so weiter. Weil auch wenn du Sachen machst, die nicht ganz sauber und haust so jemand ein bisschen übers Ohr und schwatzt ihm irgendwas auf und erklärst ihm, das ist alles okay, selbst wenn es noch nicht rausgekommen ist. Du weißt ja trotzdem, dass es nicht okay ist. Und das ist irgendwie, weißt du, mach nur Sachen, das erklärt Alex auch in der Einleitung seines Steuercoachings, mach nur Sachen, von denen du ertragen könntest, wenn sie am nächsten Tag in der Bildzeitung auf der Titelseite stehen. Weißt du, so, es muss vielleicht nicht jedem gefallen und es meckert auch der eine oder andere, aber es sollte halt niemand so dann deinen Kopf aufspießen und mit einer Fackel irgendwie... Ja. Durchs Dorf rennen. Ja, ich sage mal, es gibt so einen Spruch, ne, der heißt, einen toten Hund tritt man nicht. Ne, das heißt so viel wie, wenn du gar nichts machst, kann dich auch keiner irgendwie angreifen. Ne? Das heißt, sobald du was machst, bist du natürlich immer Angriffen ausgesetzt. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, du setzt dich hin in dieses Video, da kann jetzt irgendeiner sagen, ja, hier der Idiot, ne? Ist halt so, aber wir können ja nicht mehr machen, als wirklich nach bestem Wissen und Gewissen dann das so machen. Und man wird immer Kritik ausgesetzt, ne, aber man sollte dann trotzdem differenzieren und gucken, ist es jetzt gerechtfertigt oder eher nicht. Und ja, absolut. Ne, habe ich jetzt da wirklich Mist gebaut oder nicht? Ne? Und dann, genau, ja. Die Leute, die in deinem Buch da oder in deinen beiden Büchern mitgeschrieben haben, die wissen, glaube ich, auch, wie es geht in Bezug auf... Netzwerkaufbau, also sehr lesenswert. Ja. Ja, danke, ja, genau. Ja, das finde ich auch mal, wie gesagt, wichtig, deswegen auf diesem Kanal auch viele Interviews, vielen Dank deswegen auch für deine Tipps und dass man sich da eben bereichert, ne? Nicht, dass einer sich immer nur hinstellt und die ganze Zeit erzählt und wir können ja viel mehr voneinander auch alle lernen, wenn wir unsere ja, verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen einfließen lassen. Und jeder muss natürlich für sich dann persönlich entscheiden. Wir machen ja auch hier keine Anlageberatung oder sagen ja auch nicht, mach das so. Ich sage auch immer auf dem Kanal extra, eben nicht nur so alles super, alles toll, sondern auch mal auf die Risiken hinweisen. Ne? Und da muss jeder halt gucken, was er daraus macht. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig einfach, dass man diese Infos zur Verfügung stellt. Und wenn ich überlege, früher... ja, ich kenne es ja noch anders, da gab es das Internet gar nicht, da bin ich in die Bibliotheken gegangen, da musste man, und wenn man nicht gerade zufällig einen kannte, ne, der zum Beispiel mit Immobilien was zu tun hatte, dann bin ich ja gar nicht da so reingekommen in die Materie. Ne? Und wir haben halt heute, wir haben heute die Möglichkeiten, dass man sich da umfassend informieren kann und auch zum Beispiel zu dir Kontakt aufnehmen. Wir tun deine Telefonnummer sogar hier drunter hauen, ne? Kann man dich per WhatsApp eine Sprachnachricht draufsprechen. Also das... Ja. Ja, das ist allerdings zum Verständnis, also danke, dass du das machst. Ja. Das ist eine reine WhatsApp-Nummer, also über Sprachnachricht erreichbar. Über die Nummer gehen dann keine Anrufe ein, aber wer Fragen hat zum Thema Finanzierung, genau. So alles, was ihr glaubt, was allgemein gehalten ist, was wichtig sein kann und auch andere interessiert, gerne in die Kommentare unter dem Video. Wir gucken das dann an und beantworten das in Zukunft auch wieder in Videos. Und wer halt ein persönliches Anliegen hat, gerne eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer und da bekommt ihr dann von mir oder von jemandem bei mir aus dem Team zeitnah eine Rückmeldung. Ja, super. Ne? Deswegen, ich sage immer, man muss die Chancen heute nutzen, man muss aber auch viel selektieren, ne? Weil es wird eben auch viel, viel Mist angeboten und das ist die Kunst heutzutage. Ja? Und ich hoffe, wir liefern ja, absolut. Interessanten Content. Genau. Ja, absolut. Ja, gut. Ne? Okay, dann nochmal letzte Worte an dich. Ja, zwei Sachen. Also wie gesagt, bildet euch gerne weiter mit YouTube, mit Büchern, mit Seminaren und ich, wie gesagt, bei allem, was man tut, immer integer und rechtlich sauber bleiben. Ja, sehr schöne Schlussworte. Dann bedanke ich mich. Wie gesagt, weitere Infos oder Kommentare gern unter dem Video. Wir schauen da natürlich rein und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Perfekt, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.